Hallo und herzlich willkommen zum Dödel TV Adventskalender. Ein neues Türchen, ein neuer Tag, ein neuer Spaßinhalt. Oh ja, und ein richtig schöner. Ja, denn heute machen wir wieder einen kleinen Exkurs, so nenne ich das mal. Exkursion denn in der Schule. Wir gehen zum Weihnachtsmarkt. Denn dort kriegt man so geile Tässchen und da kann man sich schön den Glühwein und Kekse, Mandeln und Glühwein und noch mehr Glühwein. Und das ist ganz geil, weil wir dachten uns, was ist noch weihnachtlicher als ein Weihnachtsmarkt? Eigentlich nichts. Ja, wir auf dem Weihnachtsmarkt. Wir auf dem Weihnachtsmarkt, ja. Nein, einfach mal gucken, ne, was es dieses Jahr Neues gibt. Ja, auf welchem Weihnachtsmarkt sind wir noch? Wir sind in Lübeck, auf dem Weihnachtsmarkt gehen wir in der Altstadt. Und ja, da würden wir jetzt einfach mal sagen, gehen wir ab an unsere Außenexperten, Moderatoren, Praktikanten. Ja, wir haben zwei neue eingestellt. Wir mussten natürlich welche nehmen, die exakt gleich aussehen, weil sonst ist das... Sonst wäre Fake News. Nee, aber wir hoffen mal, dass die Neuen das besser machen als die Letzten. Ja. Und deshalb würde ich sagen, raus zum Lübecker Weihnachtsmarkt. Da ist gar nichts drin. Das ist ohne Witz. Hollywood ist nur Fake. Selbst die Kekse sind nicht essbar. Hallo und herzlich willkommen zu Dödel TV Adventskalender. Wir sind jetzt auf dem Weihnachtsmarkt in Lübeck. Das ist so romantisch. Ja, es ist so schön, wenn man sich ankuscheln kann und Alkohol trinken. Ich meine natürlich Zaubersaft. Gibt es Käppensaft? Hier gibt es auch Käppensaft, ja. Gut. Hab ich schon gefragt. Aber ich wäre dafür, wir gucken uns mal um, oder? Und mal gucken, was wir Leckeres finden. Weil hier es total geil aussieht. Oh, so schön. Daniel, ja? Kennst du das? Ja, leider. Warum gibt es das immer noch? Warum gibt es das kleine Hund? Jetzt ganz im Ernst, wer kauft sich denn kleine Hundfiguren auf dem Weihnachtsmarkt? Ich muss ja wirklich sagen, meine schlechtere Hälfte will unbedingt irgendwann mal mit mir zusammen dahin fahren. Ich glaube, das Ganze ist in Rotenburg und man kann tausende Euro für den Scheiß ausgeben. Unglaublich. So ein Kitsch, ey. Das will doch keiner haben. Vor allem das Heftige ist, in Hamburg waren wir letztens auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Da gibt es eine Scheißkrippe für 15.500 Euro. Was? Handgeschnitztes, was auch immer. Legendär, ja, legendär. Keine Ahnung. Muss man. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Das ist der Lübecker Weihnachtsmarkt gewesen. Oh Gott, es war voll. Es ist sehr voll, ja. Jedes Jahr auch erneut wieder voll. Ja. Man kontrolliert so jede 2 Sekunden seinen Tisch, ob das Portemonnaie noch da ist. Ja. Also es ist alles voll, der Markt, Leute. Aber man kann hier gut, kann man mal machen. Obwohl, jetzt könnte auch eigentlich das Portemonnaie geklaut werden, weil es so oder so liegt. Wir wissen es nicht, wir wissen es. Ist es leer. Aber wir würden es aufzeichnen, im Netz oder klauen. Aber jetzt ist, meinst du, es ist so oder so wieder leer, weil Weihnachtsmarkt ist wie jedes Jahr. Man gibt zu viel aus. Scheiße teuer. Also durchschnittlich haben wir jetzt für einen Glühwein 4,50 Euro 4,50 gezahlt und dann kommt noch Pfand oben drauf. Also ist teuer. Kann man machen, muss man aber nicht. Einmal kann man. Ja, gehört dazu. Weihnachtszeit, Weihnachtsmarkt. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Weihnachtsmarkt aus Lübeck und das Türchen für heute. Schreibt auch morgen wieder ein, wenn das heißt, wir machen Sachen. Ja, schreibt mal nur in die Comments, was eure liebsten Weihnachtsmarkterlebnisse waren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann liken wir das und finden uns geil. Jingle Bell.